Schiffsöl, Leinsamenöl, Fischleim, Tünche, Pinsel, Terpentin. Ich habe alles. Geh mir aus dem Weg! Ihm nach! Hallo? Hallo! Du musst einer von diesen Wilden sein, vom Stamm der... Wie heißen sie? Irokesen, hä? Huh? Ja? Hab ich recht? Natürlich nicht, Terry. Die Irokesen sind kein Stamm. Oh, doch. Oh, nein. Die Irokesen sind eine Konföderation. Konfödi, wie bitte? Konföderation, du Esel! Ein Verbund, eine Allianz. Ein Zusammenschluss vieler verschiedener Völker. Ich dachte, du könntest mich ausbilden. Nein. Verschwinde! Ich werde nicht gehen. Ich muss ein Lager aufschlagen. Das sollte reichen.
Vielleicht gibt es einen anderen Eingang. Bitte, ich möchte nur einen Moment deiner Zeit. Verzeih mir, wenn ich undeutlich war oder dich mit meinen Worten verwirrt haben sollte. Ich wollte dich nicht in die Irre führen. Also lass mich das klarstellen. Hau ab von meinem Land! Ich komme hoch! So, hör mir doch zu. Wovor hast du solche Angst? Angst? Du glaubst, ich hätte Angst? Vielleicht gar vor einem Hosenscheißer wie dir? Oh, du träumst vielleicht, ein Held zu sein. Ein stolzer Ritter, der die Welt retten will. Aber mach so weiter und du wirst nur eine Sache finden, den Tod. Die Welt hat sich entwickelt, Junge. Solltest du auch. Ich werde nicht gehen. Hast du mich gehört? Ich werde niemals gehen. Warte nur, alter Mann. So einfach wirst du mich nicht loswerden. Du wirst mein Lehrer. Du musst einfach. Er ist ein Tattergreis. Das wird einfach. Das hast du schon mal gesagt. Und dann war mein Pferd tot. Und ich hatte ein Pfeil. Das geht dich einen feuchten Dreck an, kleine Missgeburt. Hau ab, bevor was Schlimmes passiert. Nein. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Da ist er! Ui, Männer! Schlimmer! Sieht mal, wie der tanzen kann! Ein Regentanz hilft dir auch nicht mehr. Gib auf, dann ist es schnell vorbei. Warum seid ihr hier? Was habt ihr vor? Du fragst besser den Boss. Du arbeitest also für den Alten, stimmt das? Vielleicht bringt dich das zum Reden. Oh. Vielen Dank. Räum hier auf. Und dann sollten wir wohl reden. Verzeih. Nicht deine Schuld. Hier wird bald alles auseinanderfallen. Ein Wunder, dass es nicht bereits geschah. Also, wer bist du? Mein Name ist Radon Hagedorn.
Genau. Nun, ich werde nicht einmal versuchen, das richtig auszusprechen. Und jetzt, warum bist du hier? Ich soll nach diesem Symbol suchen. Weißt du überhaupt, was dieses Symbol repräsentiert? Oder worum du mich bittest? Nein. Und doch bist du hier? Der Geist sagte, dass ich... Diese Geister von dir haben die Assassinen schon seit Jahrhunderten verfolgt. Und zwar, seit Ezio die Flasche entkorkte. Du weißt nicht einmal, was ein Assassine ist, richtig? Na dann, mach es dir bequem. Ich habe dir eine Geschichte zu erzählen. Und die wird schon eine ganze Weile dauern. Deshalb verschrieben sich die Assassinen dem ewig währenden Kampf im Krieg gegen die Templer. Denn wenn die gewinnen, werden deine Geistervisionen zur Wirklichkeit. Dann halte ich sie auf. Oh, das wirst du sicher versuchen. Ja, komm mit. Ich muss dir etwas zeigen. Vorsicht. Das war kein Witz, dass hier bald alles auseinanderfällt. Warum reparierst du es nicht? Wozu denn? Außerdem mangelt es mir an Material. Dann kauf es. Sieh mich an. Glaubst du, ich könnte einfach in den Laden gehen, die Taschen voller Geld und einkaufen? Ja. Warum nicht? So naiv. Hier lang. Glaub nicht, du könntest einfach herkommen, das überwerfen und schon wärst du ein Assassine. Ich habe nicht. Ich würde mir niemals anmaßen... Ist schon gut. Ich weiß, wie verlockend das ist. Nun gut, mein Schüler. Wir werden bald wissen, ob dir diese Kleider passen. Hab Dank. Ich bin Achilles. Komm mit, Junge. Wir haben zu tun. Du bist nur ein Staubkorn, ein Nichts. Du und dein ganzes Volk. Ihr lebt im Dreck wie die Tiere. Begreift nicht, wie die Welt wirklich funktioniert. Was wollen die Templer denn? Was sie immer schon wollten? Kontrolle. In den Kolonien sehen sie eine Gelegenheit. Eine Chance für einen Neuanfang. Unberührt vom Chaos der Vergangenheit. Deshalb unterstützen sie die Briten. Hier können sie die Vorzüge ihres Glaubens präsentieren. Ein Volk, das nur diesen Prinzipien dient. Ordnung und Struktur. Ich habe gesehen, was kommt, wenn sie Erfolg haben. Sie müssen sterben, oder nicht? Sie alle. Sogar mein Vater. Vor allem dein Vater. Er ist es, der alle Fäden in der Hand hält. Thank you.
Und so übte ich. Ich rannte, ich kletterte, ich kämpfte, ich stürzte. Und für jede körperliche Übungsstunde gab es 2 Lektionen für den Geist. Sprachen, Philosophie, Logik, die Kunst. Achilles lehrte mich sehr viel über die Assassinen und Templer. Ihre Strukturen, Ursprünge und Ziele. Jahrhunderte in wenigen Tagen zusammengefasst. Wir sprachen über die Männer, die mein Dorf niederbrannten. Von Charles Lee und meinem Versprechen an ihn. Achilles erklärte mir, Lee und seine Gefährten seien Templer. Und dass kein Geringerer sie anführte als mein eigener Vater. Wenn ich dem Orden dienen will, wären diese Männer meine Ziele. Also arbeitete ich härter, lernte schneller. Doch trotz allen Fortschritts war klar, dass ich noch viel lernen musste. Meine Lehrzeit hatte gerade erst begonnen. Guten Morgen. Wünsche ich dir auch. Willst du verreisen? Ich habe entschieden, das Haus herzurichten. Und du wirst mir dabei helfen. Steig ein. Glotz nicht. Verzeih. Komm weiter. Dieser Ort ist unglaublich. Die Leute, dieser Lärm, die Gerüche. Ich könnte Tage hier verbringen und hätte nicht die Hälfte der Wunder gesehen. Früher habe ich einmal dasselbe gedacht. Heute bevorzuge ich die Ruhe des Landlebens. Es gibt so viel Leben hier. So viele Möglichkeiten. Für wenige, mein Junge. Für wenige. In der Nähe ist ein Laden. Kaufe die Sachen auf dieser Liste. Sag ihnen, wo die Kutsche steht. Und sie werden sie beladen. Verstanden? Ja. Gut. Und du brauchst doch einen neuen Namen. Deine Haut ist hell genug. Du könntest glatt als Spanier oder Italiener durchgehen. Besser, man hält dich für einen Spanier als für einen Eingeborenen. Und beides ist besser als ich. Das ist nicht wahr. Wahrheit und Wirklichkeit sind nicht immer dasselbe. Wie würdest du mich denn nennen? Connor. Ja, das ist jetzt dein Name. Also gut, fort mit dir. Ach, nicht diese alte Hexe. Sie hat ein Gesicht wie ein Pferdehintern. Ihre Schwester ist ein echter Hausdrachen.
Lass es mich nicht. Ich bin es leid. Jeden Tag werden neue Steuern erhoben, neue Gesetze erlassen, ohne unsere Zustimmung. Verlaufen? Ich brauche die Sachen von dieser Liste. Wirst du bezahlen oder lieber tauschen? Einiges davon habe ich, einiges nicht. Holz ist schwer zu bekommen, seit mein Lieferant verschwand. Aber ich habe Werkzeug und Pech. Nägel auch. Wohin soll ich das alles liefern? Unser Wagen steht am State House. Ich sollte zurück zu Achilles. Wer sitzt im Parlament für Boston? Für New York? Für Virginia? Alle Mann! Niemand. Kommt mit uns! Wir haben genug! Und Newport und Newtown. Seaford und Saltash. Ich könnte fortfahren. Verschlafene Nester allesamt und doch im Parlament vertreten. Diese bedeutungslosen Orte. Was Vielen wurde Dank. Aus den Rechten der Engländer? Sind wir nicht würdig, in unserer Regierung mitzureden? Wer hat uns unsere Stimme genommen? Wer lässt uns durch gänzlich Fremde vertreten? Habt ihr den Stamp Act vergessen und unsere Antwort darauf? Wir widersprachen. Wir werden. Gehen zum Zollhaus, um es den Rotröcken mal ordentlich zu geben. James, Sam, kommt! Wir zeigen den Rotröcken, was eine Harke ist. Kommt mit zur King Street, wir zeigen es denen. Das werden wir herausfinden. Folge mir. Am Zollhaus ist was los. Kommt alle mit! Was haben Sie jemals für unser Wohl getan? Bin ich nicht! Ich selbst! Nein, wir dienen!